Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Ich wurde geboren in einem Land, in dem Freiheit nicht existent war, lebte grenznah, doch nach drüben gehen war undenkbar, geschweige denn in andere Länder, es sei denn in den Ostblock, eine weite Reise unternehmen, hieß für mich ein Trip nach Rostock, es klingt komisch, doch Bananen waren damals für mich Lockstoff, wenn ein Kind an Heiligabend weint und auf westliche Post hofft, was läuft dann schief in einem System, wo man sich wehren kann, die Flagge eingebrannt in jeden Kopf, Hammer, Zirkel, Ehrenkranz, deine Zukunft war vorausgeplant, im beruflichen Werdegang, unbeschriebenes Blatt, systemgerecht, dass man auch mal was werden kann, Kreativität war unerwünscht, wie Parolen auf einer Wand. Was wichtig war, war Planerfüllung, Politik und deren Glanz. Ein attraktives Ferienland, schäbig und viele Neubauten. Der Fortschritt schwer zu finden, wie die Nadel in einem Heuhaufen. Unsere Gier manipulieren und lassen sich volllaufen. Wie konnte es passieren, dass keine Plebiszite mehr über das Volk laufen? Die Kontrolle verlieren, es ignorieren, bis Freiheitsrufe fast verhalten. Schwachköpfe die Macht erhalten, starkköpfig wie Wachs gestalten. Jeder kam rein, doch keiner raus, wie in einer Affenfalle. Und als noch einer versucht, dann hörte man die Waffen knallen. Trotz der Mauer in Berlin und die Grenzanlagen mit Wachtürmen, Metallgitterzäunen, Selbstschussanlagen, spanischen Reitern und Wachhunden versuchen auch nach 1961 Hunderte in den Westen zu entkommen. Viele bezahlen ihr Wagnis mit dem Leben, werden erschossen, werden von Minen und Schussanlagen zerfetzt, die DDR-Führung dekoriert die Todesschützen. Viele Menschen lebten eingeengt in Hochhaus an Hochhaus. Ihr Umfeld in Verlogenheit getränkt, die stinkt wie Knoblauch. Die Mehrheit ahnte nicht mal, dass ihr Nachbar bei der Stasi war. Sie kontrolliert und überwacht, wie damals schon in Stalingrad. Quasi waren sie durchschaut wie Glasscheiben auf Schritt und Tritt. Opfer falscher Wahrheiten, von Arschgeigen nicht wissentlich. Doch kein Gewissensbiss bei den Drahtziehern der Mittelschicht. Sie fickten dich, auf denen nützte nichts. Es war kein Licht in sich. Dagegen zu wehren war eben zu schwer, denn sie erwischten dich. Kein Wunder, wenn ein guter Freund von dir ein Spitzel ist. Denn wichtig ist, dass nur sein eigener Arsch nicht in der Pisse sitzt. Richtig Shit war feiger Verrat, wie Schlag trifft, der vernichtend ist. Fazit sicherlich, hatten viele Angst, das Schweigen zu brechen. Regeln feig und weg sind, deshalb sinnlos war mit den meisten zu rechnen. Doch man hat sich aufgerafft, aus Resignation zur Revolution. Mit Demos gegen den Dämon, Diktatur gekämpft für Evolution. Welche Sieger macht, rettet das Boot aus Niedertracht an Ketten in Rot. Ich erinnere mich noch an diese Nacht, ich hätt's nie gedacht, wer hätte das schon. Gorbatschow als Retter der Not, die letzte Aktion erglättet die Wogen. Am Ende war die Wende da, nach 40 Jahren Schreckensnation. Schlussakkord für unseren Arbeiter- und Bauernstaat. Der Fuß war fort fürs Erste, weil es nunmehr keine Mauer gab. Vielleicht war's gut gemeint mit euren 100 Mark Begrüßungsgeld. Doch wozu, dass Ossi euch wie ein Untertan zu Füßen fällt? Ich weiß es nicht. Mit der Zeit merkte man, der Ostdeutsche wird, auch wenn es nicht eisig ist, zur unerwünschten Frostbeule. Arbeitslosigkeit verbreitet sich und ließ Probleme entstehen. Viele, die in Extreme gehen und um die rechte Szene wehen. Andere stumm daneben stehen und nicht begreifen, was passiert. Statt einzugreifen, schweigen, wenn ihr Sohn sich den Kopf nass rasiert. Durch die Stadt marschiert, alles was nicht wegrennt, massakriert. Asylantenheime attackiert und Hemmungen durch Hass verliert. Es war schon schlimm mit anzusehen, was der Fall der Mauer ändert. Im Handumdrehen wurde die Zone der Boden für Bauernfänger, gewissenlos wie Frauenhändler. Menschen wurden abgezogen, das wenige, was ihnen blieb, das haben sie über Nacht verloren. Das war der falsche Ansatz, doch statt aufeinander zuzugehen, wurde sich der Rücken zugedreht und dies ließ eine Wut entstehen. Die meisten waren sich zu bequem, die Hintergründe zu verstehen, verschieden aufgewachsen, doch ein Volk, das an einem Ruder dreht. Es ist eine Demonstration für Demokratie, für Frieden, für Freiheit und für die Selbstbestimmung unseres Volkes. Now big up to all my true heads in the East. I represent the East. Now big up to all my true heads in the East. I represent the East where we can deal, don't feel peace.